Wir haben immer noch eine sehr angespannte Lage in der Stadt. Wir haben noch viele, viele Einsatzstellen, bei denen die Feuerwehr noch nicht sein konnte. Wir haben überall überflutete Keller, beschädigte Gebäude, öffentliche Einrichtungen, die betroffen sind, ein Betriebshof der Rheinbahn. Also flächendeckend in der Stadt gibt es noch Probleme. Am drastischsten ist die Situation in der Ostparksiedlung. Hier hatten wir gestern Abend kurzfristig die Hoffnung, dass sich die Lage nicht weiter verschärfen würde. Dann ist aber in der Nacht tatsächlich der Wall aus Sandsäcken, den wir dort aufgebracht haben, überspült worden. Das heißt, die Siedlung steht jetzt unter Wasser. Die Düssel sinkt in ihrem Pegel auch nicht so, wie die anderen Flussläufe in der Stadt das tun. Das heißt, das Wasser geht hier kaum zurück. Das macht es sehr, sehr schwierig, hier voranzukommen. Eine ganz, ganz schwierige Situation für die Anwohnerinnen und Anwohner. Wir sind mit viel Personal vor Ort, um zu unterstützen, um zu informieren, um für Hilfeleistung zur Verfügung zu stehen. Ich weiß, dass es eine schwere Situation ist für die Betroffenen gerade. Ich muss um Geduld bitten und wir tun, was wir können, um so vielen Menschen wie möglich auch zu helfen. Gestern gab es durchaus Optimismus, vor allen Dingen es gab eine große Solidarität. Viele packen mit an, das ist heute auch noch so. Es gibt eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft in der Stadt, gerade in der Ostparksiedlung, aber aus allen Teilen der Stadt rufen uns auch Menschen an und sagen, wie können wir helfen, wo können wir anpacken. Das ist großartig, das haben wir auch letztes Jahr in der Corona-Krise sehr deutlich gemerkt. Das ist immer wieder ein gutes Gefühl, dass Düsseldorf zusammensteht, wenn es hart wird. Und wir können diese Hilfe gut gebrauchen. Wir bündeln das jetzt. Man kann sich bei uns melden und fragen, wo Hilfe benötigt wird. Und wir verteilen dann die Helfer an die Einsatzstellen, wo wir sie brauchen können. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass so viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer mit anpacken in dieser schwierigen Situation.